Ich kann ihn mir bringen zum Malen. Da bin ich mal gegangen. Da haben die da oben selber den Mehl gebaut. Die Katzenmehl. Und haben ihr Korn dort hingebrungen zum Malen. Aber das habe ich mir nicht gefallen gelassen. Weil die sind ja auf mein Mehl gebannt. Ich bezahle ja auch mein Pacht für die Mehl an der Grafe. Und das geht einfach nicht. Die müssen ihr Korn zu mir bringen. Wenn es auch einfacher für die wäre, ihr Korn da oben in Oberhausen zu malen. Ja, und das ist hier und her gegangen. Da hat es einen riesen Streit gegeben. Bis sie in Zweibrücke haben müssen schlichten. Ich habe euch das einmal mitgebracht. Kann ich es finden. Da hat es ein Reskript gegeben. 1751 war das. Und zwar ist da geschlicht worden zwischen mir und denen da oben in Oberhausen. Die Untertanen in Oberhausen sind verbunden nach wie vor den Sommer über in der Kneißbar Mühle, also bei mir, so Male. Im Winter aber, und zwar in der Zeit von Martini bis Mitte März, wird es ihnen wegen der unpraktikablen Wege erlaubt, in der Oberhausener Mühle ihre Frucht zerkleinern zu lassen. Es wäre dann Sache, dass der Bannmüller, also ich, die Früchte von Oberhausen abholt und das Mahlgut der Untertanen vor die Häuser brächte, in welchem Falle sie in der Mühle mahlen sollten. Herzogliches Reskript, anno 1751. Aber ich muss euch sagen, die haben sie ja nicht mehr all. Mensch, ich hole bei denen da oben das Korn ab und schläfst zu mir auf die Mehl, mahlst und bringe dann noch ihr Mehl wieder auf. Nee. Aber Jakob, du weißt schon, dass die nicht nur da oben mahlen lassen, weil sie den Weg dann sich sparen. Dein Ruf, der ist ja nicht der Beste. Ja, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Moltern und Kehren soll der Jakob ernähren. Das Moltern, der Molter war der Mahllohn vom Müller. Und die Bauern haben eigentlich immer gedenkt, der Müller stiehlt ihnen was. Die Bauern sind einfach so dumm. Die sind so dumm. Stell dir doch einmal vor. Ich bring dir einen Sack voll Korn. Der ist so groß. Und wenn ich das Korn dann mal zum Mehl, ist es doch klar, dass das bloß noch so viel ist. Oder? Da bin ich nie dabei. Das mache alles mein Bursche. Ach so. So viel zum Müller. Der ist nie dabei. Der hat seine Leidenschaft. Ich suche immer mal Holzschippe. Damit ich das jetzt nicht falsch mache. Der brauche, versteckt. Muss ich hier schon mal Platz suchen? Moment. Also das Mühlrad, wenn das sich gedreht hat, dann haben die Müllersbursche ja Zeit gehabt. Die haben sich dann etliches überlegt und haben sich Gedichte ausgedenkt. Manche haben die Wände vollgekritzelt. Und unter anderem ist dieser Spruch auch überliefert, das Lied vom Mühlrad. Ach Heinerich, wie geht dein Mehl so schluckerig? Im Winter ist es zugefroren, im Sommer ist kein Wasser da. Und je nachdem, wie schnell sich das Mühlrad dann gedreht hat, haben die dann diese Sprüche halt auch gesungen und wiederholt, damit eben die Zeit rumgeht. Oder der Mehlbosch ist lustig, es klappert das Rad, die Katlin am Wasserstiel wischt das Salat. Also das kann man ganz schnell sagen, man kann es auch noch langsamer sagen. So viele Sprüche. Wie war so das am Zeit. Schluss? Die Katrin steht am Salat und wischt steht den Salat? Steht am Wasserstee und wischt den Salat. Da kommt mal was in.